So, hallo, ich bin gerade nach Hause gekommen. Acabo de regresar a casa. Und ich werde jetzt das hier probieren. Was ist das hier? Das ist diese stinkende Frucht. Diese stinkende Frucht. Ich habe den Namen vergessen. Ich weiß es nur auf Chinesisch. Auf Chinesisch heißt es Leolien. Ich habe den Namen vergessen. Durian. Durian heißt es auf Deutsch. Und es stinkt wirklich. Wow. Okay. Ich habe mal eine Nachricht gehört. Das kann ich auf Englisch erzählen, damit das alle verstehen. Puedo decirlo en inglés, esta pequeña historia. Once I read a news in Austria, or about Austria, and someone sent a durian in a package to Austria, okay? I think just from a country where they grow this. And the smell was so awful that first the staff in the post office in Austria became sick and they had to call the ambulance. And the second thing is that they had to call the, because they didn't know what the fuck it was. It was just so strange and they thought, oh, maybe it's something very poisonous. And so they called the firefighters. And then they had to check the package, what it is, and it was a stinky durian fruit. And when I was reading this news, that's an actual news. Maybe you can find it, but this is an actual news that happened in Austria, I think some 1 or 2 years ago. I think 2 years ago, it was before the pandemic, so yeah. Very funny. Okay, let's try it. Let's try it here. Let's try it live. Let's see. Okay. ja, es schmeckt ziemlich komisch. Ein bisschen komisch. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ist das schon schlecht oder nicht? Ist das verschimmelt? Keine Ahnung. Haben die mir schlechte Durians verkauft oder nicht? Ich habe keine Ahnung, was sie mir verkauft haben. Ich weiß nicht, ob ich das essen soll. Wie auch immer. Aber ja, so ist die Durian.